Servus und Tag zusammen. Heute nehme ich euch mit auf meine Hausrunde rund um den Schliersee. Los geht's bei uns im Kurpark und dann immer am See entlang. Und ich werde mal versuchen, heute die klassischen, schönsten Motive rund um den See für euch in Szene zu setzen. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran. Spannend wie immer, hoffe ich zumindest. Also, wir sehen uns später. Im Hintergrund könnt ihr sehen, die ersten Tretboote für die Ausflügler und Urlauber stehen auch schon bereit. Da kann es bald losgehen wieder. Und dann nehme ich euch wieder mit auf den See und werde mit euch auch mal wieder das erste Mal in diesem Jahr, in dieser Saison, die Seerunde vom See aus machen. So, vom Kurpark aus geht es am Milchhäusl vorbei, am Segelclub vorbei und jetzt hier am Fischereiverein Richtung Freudenberg. Und da zeige ich euch noch ganz was Besonderes. Jetzt bin ich mit euch am Freudenberg-Eisstadion, unserem Natureisstadion. Ja, tatsächlich noch Natureis und Freiluft. Betrieben wird es von den Eishacklern vom TSV Schliersee. Und ich schwenke mal rum. Ja, und es ist tatsächlich eines der letzten Natureisstadien. Sobald es hier im Winter kalt genug ist, wird hier Eis gemacht, Schicht für Schicht. Ihr müsst mal bei meinen Videos schauen. Da ist eins dabei über die Stockschützen, über die Eisstockschützen. Und da könnt ihr auch sehen, wie dann im Winter, wenn es kalt genug ist, hier Eis gemacht wird. Und ja, sobald das Eis dann auch hart genug ist, geht es dann hier los. Da kann dann mehrmals die Woche Schlittschuh gelaufen werden und auch Eishockey gespielt werden. Und das ist immer eine tolle Geschichte. Also hier geben sich die Jungs und Mädels von den Eishacklern wirklich riesengroße Mühe. Dann wird hier noch eine Bude aufgestellt. Da gibt es dann Glühwein und Würstel und Bier und natürlich auch alkoholfreie Getränke. Flutlicht haben wir auch und das ist im Winter wirklich eine traumhafte Atmosphäre, wenn es Flutlicht an ist, wenn es knackig kalt ist und man dann hier Eislaufen kann. Also wirklich traumhaft. Wenn ihr mal hier am Schliersee seid im Winter, müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren. Das kostet auch gar kein Vermögen. Ich habe keine Ahnung, 3 Euro oder was, irgendwie sowas. Also wirklich sehr, sehr günstig und das müsst ihr auf jeden Fall mal machen. Ja, hier fanden übrigens auch früher tatsächlich Eishockey-Ligaspiele statt. Da links im Wald, da kann man noch die Fundamente von den Tribünen sehen. Da hat dann der TSV Schliersee, unser Eishockey-Club, tatsächlich noch seine Ligaspiele bestritten, bis dann irgendwann mal der Verband entschieden hat, dass auf Natureis und unter freiem Himmel kein Ligabetrieb mehr stattfinden darf. Und da könnt ihr es tatsächlich sehen. Seht ihr noch die Fundamente da von den Tribünen? Ich habe immer mal probiert, da noch Fotos zu finden. Bis jetzt habe ich aber leider keine gefunden. Gleich nebenan vom Eisstadion haben die Stockschützen ihr Vereinsheim und ihren Platz.
Im Winter wird hier Eisstockschießen betrieben und im Sommer auf der Betonbahn dann Stockschießen. Genau, hier so hinter mir könnt ihr den Platz sehen. Das Ganze ist übrigens nicht nur für Vereinsmitglieder, ihr könnt auch anrufen bei den Eisstockschützen und Zeiten hier tatsächlich buchen. Egal, ob ihr Urlauber seid, Ausflügler oder auch hier wohnt und nicht Vereinsmitglied seid, könnt ihr hier auch dann Zeiten buchen. Und auch hier natürlich das Ganze mit Flutlicht, weil abends, wenn es dunkel ist im Winter und knackig kalt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es eigentlich mit das Schönste. Ja, wir haben übrigens Föhn, das heißt, wir haben traumhafte, frühlingshafte 17 Grad. Und der Föhn, der kam heute Nacht schon, da hat man ihn schon gehört. Da hat er sich aufgebaut, dieser schöne, warme Fallwind. Und der beschert uns jetzt heute diesen wunderschönen, frühlingshaften Tag. Übrigens ist die Runde hier um den See, ich glaube, so 7, 7,5 Kilometer lang, also sehr, sehr schön und sehr, sehr leicht zu gehen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, das mal zu machen, weil ihr wirklich hier den Riesenvorteil habt, dass ihr fast immer direkt am See entlang geht. Und das ist ja nicht bei allen Seen der Fall. Das Westufer übrigens ist kaum oder nahezu nicht bebaut. Das heißt, ihr habt auch immer einen schönen Blick auf den See und auf die Berge. Hinter mir, da wo das Bootshaus ist, das ist die Insel Wörth, unsere Insel hier im Schliersee. Und ja, da gibt es auch Gastronomie. In den letzten Jahren ist sie hauptsächlich für Events genutzt worden, also für Hochzeiten, Firmenfeiern etc. Und ab diesem Jahr, ab dieser Saison, soll sie an den Wochenenden auch wieder ganz normal der Öffentlichkeit zugänglich sein. Und da wo das Bootshaus ist, im Hintergrund, da legt dann auch unser Rundfahrtschiff die MS Schliersee an. Das heißt, man kann wunderschön hier die Rundfahrt auf dem See unterbrechen, auf der Insel im Wirtshaus einkehren, unsere schöne Landschaft, den Blick auf den See und die Berge genießen und dann mit dem nächsten Schiff wieder die Rundfahrt fortsetzen. Beliebt ist die Insel übrigens auch bei den Ruderbootfahrern und Tretbootfahrern. Man kann nämlich dort an einem Steg anlegen und rund um die Insel gibt es Sandbänke, die quasi im Sommer dazu einladen, dort einfach nur im Wasser zu stehen, blöd zu schauen und das Leben zu genießen.
Die, was mir gerade einfällt, die Schlesier Schauspielerin und Kabarettistin Christina Eichsenberger, die hat mal, als sie nach ihrer Lieblingsbeschäftigung hier am Schliersee gefragt wurde, Mei, das ist ganz einfach, hat sie gesagt, am See sitzen und blöd schauen. Und genau das mache ich jetzt gerade hier, am See sitzen und blöd schauen. Ach ja, Fotofreunde, für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als hier meine Hausrunde um den Schliersee zu gehen. Das ist immer, immer wieder schön. Es sind traumhafte Ausblicke, es ist ein wunderschöner Weg. Der herrliche See, der einen begleitet, der Blick auf unsere Schlierseer Berge. Es ist einfach ein Traum. Mein Lieblingsplatz. Rechts könnt ihr jetzt schon die Rixner Alm sehen, also quasi die Alm am See. Und da kann man auch wunderschön zu jeder Jahreszeit sitzen, egal ob draußen auf der Sonnenterrasse oder drinnen in der gemütlichen Stube. Mit Blick auf den See, Blick auf die Berge. Es ist einfach ein Traum. Und ich liebe es. Herzlich willkommen in Fischhausen. Jetzt sind wir am Südufer des Schliersees angekommen. Und unschwer zu überhören, der Föhnsturm. Und der Föhnsturm ist hier am Südufer immer ganz besonders stark. Aber ich möchte mal nicht meckern, denn er bringt uns die schöne warme Luft. Fotofreunde, das war sie, die Tour mit euch um den Schliersee. Ich bin jetzt in Fischhausen-Neuhaus am Bahnhof angekommen. Hier mache ich jetzt noch kurz Rast. Und dann geht es für mich noch ein paar Meter heim. Genau. Ich sage danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, die Fotos haben euch gefallen. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Meine Erzählungen dazu haben euch gefallen. Und ich würde sagen, schließen tue ich heute mit den Worten des berühmten Landschaftsfotografen Sepp Herberger. Geht's raus, macht's Fotos. Euer Stefan von der Lichtbildmanufaktur. Servus.